Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün size özel çok önemli bir konuğum var, onu tanıtmak istiyorum. Kendisi Almanya'da ilk kahve expertlerinden bir tanesi, Fabio Denitis. Kahve branşında Almanya'da kendisini çok ispatlamış bir arkadaşımız, dostumuz. Uzun süredir kendisiyle tanışıyoruz. Belirli kurslar falan da aldık kendisinden. Kendisi sayesinde kendimi çok geliştirdim. Birkaç sorum olacak kahveyle alakalı ve cevapları alıp size paylaşmak istiyorum. Umarım soracağım sorular ve alacağım cevaplar da bu kahve konusunda barista arkadaşların işine yarayacak sorular olacaktır. Aydınlatıcı sorular olacaktır. Herzlich willkommen, Fabio. Wir wollen ein bisschen dich kennenlernen. Wer bist du? Was hast du gemacht bis jetzt? Und so kannst du vielleicht ein bisschen von dir erzählen. Ja. Okay, also ich habe im Jahr 2006 meine Ausbildung beendet und meine Schule. Mhm. Und dann habe ich überlegt, ob ich weiter studieren soll oder ob ich mich vielleicht selbstständig machen soll. Und ich habe mich entschieden, mich selbstständig zu machen. Ich bin aus Köln, ich lebe in Köln. Ich möchte etwas machen, was es vielleicht noch nicht gibt in Köln. Verstehe. Es gab keinen Kaffee-Experten in Köln. Es gab ganz viele Cafés, aber wirklich keiner, der sich mit der Materie technisch und wissenschaftlich sich damit auseinandersetzt. Und das hat mich gereizt und dann bin ich nach Wien geflogen, nach Österreich und habe mich ausbilden lassen. Ich kam zurück nach Deutschland und war der erste zertifizierte Barista in Köln. Super. Meine Frage, du hast über SCA hast du auch dich zertifizieren lassen. Du bist auch eine von den Bekannten hier in Deutschland über SCA, dass du Ausbildung geben kannst und die Barista bilden kannst und dass du diverse wirklich fortgeschrittene Informationen über Kaffee, über Barista, Latteart weitergeben kannst. Kannst du über SCA ein bisschen was erzählen? Ja, SCA ist ein Verband, den es weltweit gibt. Es gibt, glaube ich, über 40 Länder, wo es die SCA vertreten ist. Es gibt also unterschiedliche Chapters. Es gibt auch in der Türkei, gibt es SCA Türkei. Und das ist ein Verband, wo Kaffeeröster drin sind, Importeure, Exporteure, Baristi und alle Leute, die so im Kaffee-Business zu tun haben. Und das Ziel ist es, eine Transparenz zum Produkt zu schaffen. Das Ziel ist es aber auch, nachhaltig zu arbeiten. Und das Ziel ist es auch, einen Qualitätsstandard zu setzen für die Ausbildung der Baristi. Dafür hat die SCA ein Ausbildungsprogramm entwickelt mit unterschiedlichen Modulen. Und nach diesem, man kann sich zertifizieren lassen bei der SCA, damit man Schulungen geben darf für die SCA. Und auch da war ich der Erste in Köln. Ja, das war aber nicht schwer, weil es gab keinen anderen. Ja, wir haben auch da zwei Stufen mit dir, haben wir uns auch weitergebildet. Du hast uns weitergebildet. Ja, das war echt sehr gute, für mich sehr hilfreiche Information, dass ich mich auch gebildet habe, dass ich auch über die Bohnen reden könnte und so. Ja. Das hat mich so wirklich weitergebracht. Du bist auch bei dem Espresso Italiano. Über die Espresso Italiano kannst du vielleicht auch was erzählen. Ja. Was die Normen sind, was die Standardwerte sind oder warum Espresso Italiano. Genau, da ein bisschen so kurz Zusammenfassung. Genau, das Istituto Espresso Italiano, abgekürzt ist EA, ist auch ein Verband, eine Interessensgemeinschaft. Es ist so nur Italien oder allgemein in der gesamten Welt? Nee, das ist nur Italien, aber das ist ein Interessensverband, wo alle italienische Mühlenhersteller, Espresso-Maschinenhersteller, die quasi in diesem Verband sind und die auch dafür sorgen, dass eine bessere Espresso-Qualität am Ende in der Tasse, nicht nur Espresso, auch Cappuccino, ne? Das ist ein und auch die haben Standards auf den Markt gebracht,
wie können wir mit unseren Maschinen, mit unseren Mühlen ein Produkt am Ende in der Tasse machen, mit welchen Parametern, damit der Espresso dann aus unseren Maschinen gut läuft. Haben die sich zusammengetan. Mhm. Dazu haben die eine Schule gegründet. Diese Schule nennt sich Italian Barista School. Okay. Und die Italian Barista School gibt Kurse, auch die gibt es weltweit. Und in Deutschland ist die jetzt neu, weil das Italian Barista School Germany habe ich jetzt als Country Partner nach Deutschland geholt. Super. Ja. In Deutschland, wie viel, in welche Gebieten sind die jetzt aktiv, Italian Espresso? Ja, also der Italian Espresso ist weltweit aktiv, weil der ist, ja, der ist weltweit aktiv. Die Kultur über Kaffee in Italien reicht nicht so weit zurück wie die türkische, aber es ist so, dass alle oder sehr viele Mühlenhersteller, Espresso-Maschinenhersteller und aber auch die Getränke, Espresso, Cappuccino, all das, was wir heute kennen, das ist alles in Italien entstanden. Und deswegen hat Italien eine sehr weite Kultur rund um den Kaffee. Das liegt aber auch an dem Sinn für die Geschmackssensorik. Wie du vielleicht weißt, in Italien haben wir einen großen Sinn für Essen. Genau. Das ist für uns sehr wichtig, einen sehr hohen Status. Genau. Und weil wir aus diesem Bereich immer mit zu tun haben, haben wir uns auch immer mit Geschmack beschäftigt. Und deswegen ist uns wichtig, dass alles, was wir rausgeben, gut sein soll. Verstehe. Über Espresso kann ich habe noch ein paar Fragen. Bei dem Espresso Italiano, zum Beispiel gibt es da bestimmte, wir erzählen auch immer über unsere Videos, unsere Mitarbeitern, wie viel zum Beispiel in einem Espresso gibt es bestimmte Normen, wie viele Mischungen, die Laufzeit und so, kurz vielleicht von dir nochmal erwähnen, ob du uns erwähnen könntest. Genau, also es gibt beim Espresso Italiano, müssen wir erstmal unterscheiden, wenn man sich Italien anschaut als Landkarte, dann gibt es vier unterschiedliche Regionen. Richtig. Je weiter man nach Süden, desto mehr robuster ist da drin. Das machen die nicht aus Kostengründen, weil robuster ist manchmal in der Regel günstiger. Genau. Nicht deswegen, sondern die machen das aus geschmacklichen Gründen. Der Süditaliener mag gerne kräftigen Kaffee, mehr robuster Anteil, weniger Milch, ziemlich ähnlich wie in der Türkei auch. So ist der Süditaliener. Man kann das heutzutage nicht mehr so pauschalisieren, aber normalerweise ist das so. Dazu habe ich noch eine Frage. Zum Beispiel in Süditalien, du hast gesagt, eine kräftige Mischung, eher 50% Arabica, 50% Robusta oder 60%. Zum Beispiel, ja. Ist das auch geprägt von alten Zeiten, drum zum Beispiel die osmanische Kultur oder die arabische Kultur für die in dieser Mischung oder Gaumengeschmack eine Rolle gespielt? Das hat sehr wohl eine Rolle gespielt, weil wenn wir die Geschichte des Kaffees uns angucken, ihr Türken wart es, das wissen viele in der Türkei nicht, das allererste Kaffeehaus in der ganzen Welt hat in Istanbul, damals hieß das noch Konstantinopel, und jetzt heißt das Istanbul, hat da eröffnet. Genau. Und deswegen haben die auch eine sehr weitreichende Kultur, die dann nach in die arabische Länder, in die Stadt Mekka quasi, die gelandet ist. Von dort aus ist es dann langsam nach Europa, nach einem langen Monopolstellung, ist es dann nach Europa gegangen. Und so hat sich der Kaffee entwickelt, aber eben auch die Geschmäcker. Genau. Die haben sich so entwickelt. Das sind einfach aus der Historie hat sich das so ein bisschen evolutioniert. Genau. Auch die dunkle Röstung und helle Röstung, da hat auch eine Rolle gespielt. Weil bei uns ist immer bekannt, so dunkler Kaffee ist ein bisschen dunkel gerösteter Kaffee. Ja, genau. Ja, für orientalische Mokka und für türkische Mokka. Genau. Und das ist eine Sache, die man sehr wohl natürlich so akzeptieren kann. Allerdings hat sich
auch in der Türkei das Leben jetzt ein bisschen und die Kultur und den Kaffee auch ein bisschen geändert. Ja. Und das finde ich schön, weil wenn ich zum Beispiel etwas esse, dann heißt das nicht, dass ich das nur so mag. Genau. Es kann ja auch ein anderer Koch, kann mir das auch anders zubereiten. Mhm. Oder genauso wie ein anderer Barista, kann mir den türkischen Mokka auch vielleicht ein bisschen anders zubereiten. Genau. Und vielleicht schmeckt mir das mehr. Und das gibt es, das ist, finde ich, schön, dass diese moderne Kaffeewelt jetzt quasi den gesamten türkischen Markt ein bisschen prägt und evolutioniert auch ein bisschen. Das Gleiche erleben wir in Italien und auch in anderen Ländern. Also es gibt gerade viel Bewegung. Genau. Dazu habe ich auch eine Beobachtung gemacht. Ich habe gesehen, damals meine Beobachtungen oder meine, so viel ich gelesen habe, damals die Kaffee, die Mokka hat eine Rolle gespielt, dass die Europäer eher Richtung bei dem Kaffeetraining oder Vorbereitungsart, die haben so angefangen wie bei dem orientalischen Mokka und diese dunkle Röstung und so weiter. Und jetzt, das hat in Italien sich entwickelt, die Italiener haben sich richtig, echt Respekt, die haben sich auf jeden Fall die Kaffeekultur richtig bearbeitet und hochgetragen. Und jetzt in der Türkei, wenn ich in der letzten Zeit nach Türkei reise und so weiter, da sehe ich die Kaffeegeschäfte, Kaffeeläden, Kaffeemanufakturgeschäften, die sind eher geprägt Richtung Europäer. Das heißt, die haben sich nur ein Beispiel von Europäer genommen. Die haben sich nicht weitergebracht, sondern nur auf jeden Fall ein Bild von Europäer genommen und dann in der Türkei entwickelt. Das heißt, die Mutter von Kaffee, die Mokka, ist so schwach geblieben. Die haben nicht so weitergebracht in der Türkei, leider. Das hat mehrere Gründe, Erdogan. Das hat einmal den Grund, es gibt einmal den Grund der Getränke an sich, des Angebots an Getränke. Es gibt schon immer Mokka, aber es gibt auch schon lange Chai-Tee. Und das ist eben ein Getränk, was sich genauso entwickelt hat wie, wie andere Getränke. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist ein kleines Stück Mode. Wenn wir zum Beispiel in die modernen Städte der Türkei gucken, Istanbul, Izmir, aber auch andere, dann sehen wir ganz viele Geschäfte, so wie du das gesagt hast, mit italienischen Espressomaschinen. Warum? Weil Getränke wie Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato sich total etabliert haben. Und das ist auch ein Grund, also ein Stück Mode ist das auch. Und auch Gewohnheit, wenn ich das 10 Jahre lang so trinke, dann trinke ich immer. Und es gibt noch einen weiteren Grund. Es gibt auch den Grund der Technik. Früher gab es gar keine Espressomaschine. Die erste Espressomaschine ist 1884 entwickelt worden oder herausgebracht worden. Und in der Zeit, da hat schon längst die türkische Kultur türkischen Mokka getrunken, aber hatte eben keine Espressomaschine. So, und das mit der das heißt, die Art der Zubereitung, die hat damit zu tun, dass die Technik sich entwickelt hat auch. Und deswegen, es ist jetzt, und aus diesen drei Gründen, unter anderem, wahrscheinlich gibt es sogar noch mehr, hat sich das so entwickelt, dass einfach die Espressomaschine mit ihren Getränken sich auch in der Türkei entwickelt hat. Und durchgesetzt hat auch. Ja, genau, auf jeden Fall. Hat sich richtig durchgesetzt. Was ich auch dazu, ich meine, was ich sagen wollte auch, es ist auch, tut ein bisschen weh. Das ist die Kaffee, ist von der Türkei nach Europa gekommen. Natürlich gibt es mehrere Geschichten darüber. Ne? Und eine vom geprägte ist, dass Türken in Wien gebracht haben und so weiter. Das hat sich entwickelt. Und, aber leider, die Türken haben die Kaffeekultur auch von der technischen Seite her auch nicht rüber so weitergebracht. Ja. Das ist auch ein Punkt, wo auch ein bisschen Schmerz macht. So, sagen wir, nicht Schmerz macht, sondern ist vielleicht ein falsches Wort.
Das ist ein Punkt, wo man zum Beispiel sagt, ja, schade, das hätte man, dass die Firmen, wo gerade auch in der Türkei tätig sind, dass sie auch ein bisschen in der Kaffeekultur ein bisschen mehr sich beschäftigen könnten. Ja. Ja, für Geräten, inklusive Geräten. Das ist eine super spannende Frage. Genau. Und darauf habe ich auch die richtige Antwort, glaube ich. Und das sage ich ganz bewusst dir und allen Zuschauern da draußen. Ganz viele Leute wissen einfach nicht, dass es richtig guten türkischen Kaffee gibt. Das wissen die Leute nicht. Und deswegen mein Appell: sucht den Barista, sucht den Laden, der sich damit auskennt. Geht nicht einfach irgendwo Kaffee trinken, sondern sucht die Leute, die jetzt quasi sich mit diesem Produkt beschäftigen. Und die Leute können da draußen nichts dafür. Die wissen das nicht. Deswegen bitte redet davon alle. Wir müssen alle zusammenhalten und alle davon reden, dass es auch guten Kaffee gibt und richtig guten türkischen Kaffee. Und wir müssen mehr davon zu reden. Wir müssen das publik machen. Genau. Und, und dann erst, wenn du einmal einen Schluck trinkst und dann denkst, wow, der ist aber ganz anders, dann hast du erst verstanden. Aber bis dahin ist noch ein weiter Weg. Und wir haben das gleiche Problem in Italien. Wir haben das gleiche Problem. In Italien gibt es, im Gegensatz zu vielen Leuten, die denken, gibt es sehr viel schlechten Kaffee. Und auch da haben wir letzte Woche noch ein Interview gehabt mit dem Istituto Espresso Italiano. Da haben wir auch gesagt, wir müssen mehr darüber reden. Wir müssen mehr die Baristi suchen, die mehr diese ganzen Läden, die guten Kaffee anbieten. Die gute, feine, ja. Damit die anderen Leute, die immer den gleichen Kaffee getrunken haben oder immer den gleichen Türkischen, auch mal davon erfahren oder hören oder sehen oder lesen. Wir müssen davon mehr reden. Mehr reden. Das ist ein langer Weg, aber wenn wir zusammenhalten, dann wird sich das besser. Genau. In der Türkei, die türkische Mitbürger hier in Stuttgart, auf jeden Fall, die haben eine bestimmte Gaumenrichtung. Die sind auf jeden Fall, die wollen nur zwei, drei bekannte Marken, wo gerade auf dem Markt ist oder wo hier in Deutschland oder von der Türkei kommen. Es ist auch nicht, sind auch nicht viel offen für die anderen Marken zu probieren. Das heißt von anderen Mischungen oder so. Bei dem orientalischen Mokka oder türkischen Mokka ist nur eine Bohne, wo vorbereitet wird. Das ist die Rio Minas Mischung. So, das ist ein bisschen erdig, so nach meinem Geschmack. Ich meine, ob du auch in gleicher Meinung bist. Rüben ist so im Gaumenbereich so ein bisschen erdiger Geschmack, vollmundig, erdig so. Und ich habe zum Beispiel eine Mischung gemacht mit 6 verschiedenen Bohnenmischungen, Arabica, reine Arabica-Sorten. Und natürlich, das war ein bisschen anders für die Kunden. Und die haben gesagt, das ist nicht die gleiche türkische Mokka, was wir gewöhnt sind. Okay. Da haben wir lange Zeit gebraucht, auf jeden Fall, dass die Kunden oder auch deutsche Kunden, deutsche Kunden haben sofort akzeptiert. Aber die türkischen Kunden haben auf jeden Fall Zeit gebraucht, dass die von den Gaumen geschmeckt. Ich meine, wir haben auch eine Mischung, die Rio Minas, was wir auch geröstet und an türkische Kunden angeboten haben. Das war für den war da super, die eine Bohne Mischung. Und wie gesagt, die müssen sich auch öffnen für die andere Mischung. Ja, also das kann ich dir erklären, das hat mehrere Gründe. Es gibt einen Grund, ein großer Grund, da spreche ich aus langjähriger Erfahrung. Wenn der Kunde Bohnen kauft und der hat etwas gefunden, was er mag, dann kauft er sehr ungern was Neues. Genau. Wieso? Weil wenn er was Neues kauft, dann muss man gewisse Parameter einstellen. Mahlgrad, Menge, Temperatur, genau. Wasser. Und der Kunde möchte eigentlich nicht so viel arbeiten. Es gibt ein paar, die möchten, die haben Spaß. Genau. Aber viele Leute, hier in Deutschland zum Beispiel, ist der Vollautomat, der Kaffee-Vollautomat, wo wir einen Knopf drücken, sehr etabliert auch. Genau. Und
Das heißt nichts anderes, dass die Leute, dass diejenigen nicht sehr komfortgewohnt sind, viel komfortgewohnt sind. Und deswegen probieren die auch sehr ungern was anderes. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, warum die vielleicht sagen, das ist nicht sofort mein Geschmack. Das ist vor allem der Zubereitungsart geschuldet. Das heißt, wenn du einen Kaffee machst für die Türken, dann musst du den auch im türkischen Mokka zubereiten und den geben. Wenn du aber eine türkische Mokka-Mischung machst und dann als Beispiel in einer Espressomaschine gibst, dann schmeckt der wegen dem Brühdruck ganz, ganz anders. Genau. Und deswegen sagen die dann, das schmeckt aber anders, obwohl das der gleiche Kaffee ist. Das heißt, wir können also zum Beispiel diese Kaffeemischung können wir in ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten zubereiten. Espressomaschine, Vollautomat, Filterkaffee, türkische Mokka. Genau. Und er wird jedes Mal anders schmecken, obwohl das der gleiche Kaffee ist. Ne? Da gebe ich dir recht, ja. Ne? Was ich sagen wollte, ist es, wir bereiten im Sand. Ja, Mokka, genau. 7 bis zu 800 Gramm Kaffee, Mokka, im, auf jeden Fall Kaffeemaschine. Und dann Zucker, mit Zucker, ohne Zucker, wie gewöhnt, ja, im Sand vorzubereiten. Ja. Aber die, was ich gemeint habe, ist die Mischung von den Bohnen. Die sind nicht gewöhnt, eine andere Mischung. Weil in der Türkei ist eine Marke ist sehr berühmt. Eine Bohne wird geröstet, frisch verkauft. Die Leute stehen in Schlange. Du weißt es auch, du würdest mich auch bestätigen auf jeden Fall. Die Kaffee muss normalerweise nach dem Röstung 10 Tage bis zu meiner Meinung die Erfahrung, was ich gemacht habe, wir lassen bis zu 13 Tage ausruhen. Und danach verteilen wir unsere Filialen und unsere Kunden. Und in der Türkei, die Kaffee wird frisch geröstet, gleich gemalt und dann an Kunde verkauft, serviert, in dem Rösterei. Okay. Wir reden von Rösterei, die haben auch Filialen. Deswegen, was ich gemeint habe, die Vorbereitungsart ist die gleiche. Aber trotzdem, hier in Europa, in Stuttgart, die sind nicht offen. So für, die haben die 6 verschiedene Bohnenmischungen nicht akzeptiert, aber die eine Bohnenmischung haben die sofort akzeptiert. Na gut, das liegt manchmal, dann gibt es noch einen anderen Grund. Es gibt die, wenn die Kaffeeröstereien, wenn die Rohkaffee kaufen, also noch nicht geröstet, dann wird der ja immer in dem Land geröstet, wo auch getrunken wird. Genau, ne? Ja. Und das liegt daran, dass jedes Land hat seine eigene Geschmäcker. Genau. Und in der Türkei zum Beispiel röstet man grundsätzlich dunkler als in Deutschland. Richtig. Ja. Das heißt, wenn wir also jetzt hier Kaffee rösten für die Türken, dann rösten wir ihn zwar mit dem Kopf für die Türken, aber geschmacklich nicht. Wir müssen den also hier, damit die ein relativ authentisches Gefühl haben, wie in der Türkei, noch dunkler rösten. Dann könnten wir, glaube ich, das Ziel erreichen, dass wir die etwas mehr erreichen. Das ist so immer, für welches Land. Übrigens ist Italien, Süditalien, Spanien, genau, Portugal auch so. Die rösten sehr dunkel. Genau. Ganz anders ist zum Beispiel Schweden, Norwegen, Dänemark. Die rösten auch dunkel. Die rösten hell. Dänemark, Entschuldigung, Frankreich und so. Auch. Ja, Frankreich ein bisschen dunkler. Belgien? Belgien auch ein bisschen dunkler. Genau. Genau. Aber Deutschland ist zum Beispiel hier, Deutschland relativ in der Mitte. So Mitte. Und Skandinavien, Schweden, Norwegen, die sind hell. Also das Gegenteil. Ne? Genau. Und deswegen müssen wir immer gucken, für welches Land produziere ich. Ja. Ja, genau. Wenn wir zurück in Espresso kommen, wir haben gesprochen, dass unten im Bereich Lecce oder Süditalien ist eher mehr robuster Anteil, zum Beispiel oder Mitte, halb, so 50% robuster, 50% Arabica, sagen wir ungefähr. Wenn wir nach oben gehen, so eher ist ein bisschen, die robuste Anteil reduziert sich nach unten. Ja, richtig, richtig. Da sind wir so schon bei 100% Arabicas.
Wir sind aber auch bei 90% Arabica, 10% Robusta. Mhm. Das ist einfach eine reine Geschmackssache. Das ist kein, das hat nichts mit Qualität zu tun. Das ist wichtig, dass genau. das jeder versteht. Genau. Sondern das ist eine reine Geschmackssache. Kaum ne? Geschmack. Das ist genauso wie Skandinavien genau. und Deutschland. Ja, ich oder Skandinavien, das ist eine reine Süd- genau. und Norditalien, ist einfach ein bisschen anders genau. vom Geschmack. Die Kollegen aus der Türkei oder hier in Europa, die türkische Kreis, ungefähr, kannst du was sagen, zum Beispiel mindestens von dem Espresso-Anteil, wenn wir eine italienische Espresso machen wollen oder wenn wir eine italienische Espresso-Mischung machen wollen, was würdest du so ein paar Tipps als geben als Bohnenmischung? Zum Beispiel Minimum, wie viel Bohnenmischung soll sein, welche Mischung können die machen, dass die ungefähr, welche Röstgrad oder Art, deine Erfahrung? Also wichtig ist immer zu wissen, was will ich mit dem Produkt erreichen. Mhm. Das ist immer genauso wie beim Koch, genau mhm. wie in der Küche. Mhm. Wenn er was zu essen machen will, dann will er ein Ziel erreichen, das muss lecker sein, das muss so und so schmecken. Genau. Und so ist das auch eigentlich, wenn wir eine Mischung machen. Das nennt sich Kaffee Blending. Genau. Da ist es immer gut, einen Pool zu haben an unterschiedlichen Provenienzen. Provenienzen heißt Länder. Mhm. Zum Beispiel, wenn wir haben, wenn wir zum Beispiel haben Kolumbien, mhm. Dann müssen wir eben nicht nur Kolumbien im Programm haben, mhm. sondern wir müssen auch ein anderes Land haben, was so ähnlich schmeckt, weil es kann mir passieren, genau. dass Kolumbien nicht lieferbar ist. Richtig. Und dann kann ich dem Kunden nicht das Gleiche bieten. Mhm. Und deswegen macht man das in der Regel so, dass man als Röster ein paar Länder genau. zusammentut, die ungefähr das gleiche Geschmacksprofil haben. Ja, genau. So, damit man dann daraus ein Blend. Mhm. Was immer noch der bekannteste Kaffee der Welt ist, mhm. immer von damals bis heute, ist der Kaffee aus der Region Santos mhm. in Brasilien. Genau. Das ist ein Bindungskaffee. Ein Kaffee, der einen bärigen Kaffee aus Kenia zum ja. Beispiel mit einem nussigen Kaffee aus Peru zusammenbringt. Genau. Damit wir nicht, wenn wir eine Espresso trinken, erst die Säure schmecken oder die mhm. Frucht und dann so ganz auf einmal das Nussige, sondern wenn wir dazu noch den Santos tun, das ist jetzt nur ein Beispiel, genau. es gibt auch noch andere, ja. aber der Santos ist der beliebteste, dann ist das eben ein super Verbindungskaffee, damit die Balance am Ende gut ist. Beim Kaffee geht es immer darum, oder bei Erstellung einer Mischung geht es unter anderem, wenn man das als Ziel hat, immer darum, eine schöne Balance auf mhm. der Zunge zu erzielen. Mhm. Also es geht quasi nicht darum, dass man sagt, der muss jetzt ein Akzent haben, sondern, also der muss jetzt total in Richtung Zitrone gehen mhm. oder total in Richtung, weiß ich nicht, Erdbeere. Mhm. Das kann man wollen, aber mit einer gewissen Balance. Mhm. Das ist ganz wichtig, weil sonst schmeckt das zu stark in eine Richtung. Genau. So ungefähr, wie wenn ich ein Gericht koche und ich mache zu viel scharf. Ne? Wie nennt ihr das? Ajibiber? Wenn ihr zu viel davon macht, genau. dann schmeckt ihr das ganze andere Essen nicht mehr. Verliert man die ganze Geschmäcke. Ja. Und so ungefähr genau. ist das. Genau. Das muss man wie eine, bei uns auch die Ajibiber, manche übertreiben sehr viel. Das ist ja. nur kurz zusammen so wieder. Ja. Es muss auch wie eine Gewürz eigentlich, für Gewürz für Essen. Ja. Es ist nicht so übertrieben soll sein, aber manchmal wird zu übertrieben. Ja, ich kann das noch schöner sagen als Italiener. Du weißt, wir sind sehr romantisch. Wir sagen immer, wie ein Musikstück, was zusammengefügt werden muss. Es genau. muss alles zusammenpassen, damit der Klang am Ende genau. zusammenpasst und schön ist. Eine Komposition. Mit ja, genau. Genau. Richtig. Fabio, ich bedanke mich wirklich, dass du für mich Zeit genommen hast, für uns. Sehr gerne. Das war wirklich für uns und für mich auch, für die Zuschauer bestimmt auch eine informative Programm geworden. So ist meine Meinung. Auf jeden Fall und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für deine Zeit. Gerne. Ja, und danke.
Çok teşekkür ediyorum siz de programı izlediğiniz için. Fabio ile ileriki dönemlerde değişik, daha değişik programlarda beraber olacağız. Bunu değişik değişik içeriklerle, hazırladığımız içeriklerle ileriki dönemde tekrar sizinle karşınızda olacağız. Umarım program hoşunuza gitti. Eğer hoşunuza gittiyse bir like bırakırsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum.